Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen ungewöhnlich im Stehen machen wir mal auch probiert. Denn ich habe heute was Besonderes für euch. Ich denke, dass es ein bisschen besser ist, wenn ich das im Stehen mache. Und zwar habe ich mir das erste Mal Bike Proteinpulver geholt. Schokoladen-Kokos-Geschmack. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich habe schon alles vorbereitet. Wir machen das Ganze mal auf. Ich hoffe, da ist ein Scoop drinnen. Ja, das sieht auch gut aus. Der sollte auf jeden Fall reichen. Riechen, das riecht sehr gut. Also wirklich sehr gut. Ganz war auch nicht so teuer. 15 Euro um die 20. Kann ich auch euch nochmal einblenden. Ja, das sind 22 Gramm Protein pro Portion. Ich bin hier gerade am Schneiden und ich fasse mal ein bisschen zusammen hier, wie das aussieht mit dem ganzen Proteinpulver. Ich hatte mir ja für 15 Euro 500 Gramm geholt, Schoko, Kokosgeschmack. Es gibt jetzt gerade, also wir haben gerade den 28.02. Das Video kommt am 12.03. Ja, wir gehen jetzt aber davon aus, es ist nicht mehr im Angebot. Ich sage euch einfach die Normalpreise. 500 Gramm von dem normalen Proteinpulver, was ich jetzt geholt hatte mit Schoko-Kokosgeschmack, ist bei 22 Euro. Ein Kilogramm kostet 38,99 Euro, also 39 Euro. 2,5 Kilogramm kostet 90 Euro. Und 5 Kilogramm kostet 165 Euro. Dann gibt es ja auch noch Kreatin-Monohydrate. 100 Gramm kosten 7 Euro. 500 Gramm kostet 30 Euro. Und 1 Kilogramm kostet 50 Euro. Dann wünsche ich euch viel Spaß weiter mit dem Video. Wir tun einfach mal jetzt ein Scoop hier rein. So, den tun wir jetzt einmal hier rein. Da steht jetzt auf der Verpackung, man soll das mit Wasser mischen. Ich mische es jetzt einfach mit Milch. Ja, das sollte eigentlich so reichen. Dann machen wir das Ganze zu. Schütteln jetzt mal ein bisschen. Hoffen wir mal, dass es schmeckt. So, fertig geschüttet das Ganze. Man sieht hier nichts mehr, nur noch braun ist es. Gerade war es noch durchsichtig. Machen wir auf. Riechen tut super. Wow. Also schmecken tut es wirklich wunderbar. Das ist wirklich sehr lecker. Ich hatte mal ein Protein von Iron Milk, das war Kaffeegeschmack, der war auch ganz lecker. Jetzt habe ich mir Schoko-Kokos gegönnt. Der ist super. Ich bin auch riesen Schoko-Fan. Mit Kokos, es gibt nichts Besseres. Und das hier probiere ich jetzt gerade zum ersten Mal und es schmeckt super. Also wirklich super. Das ist krass. Da gibt es nichts zu sagen, wirklich. Das schmeckt richtig gut. Man soll 1-3 Portionen am Tag davon nehmen. Für bessere Infos, dann schaut euch lieber bei YouTube-Kanäle an. Habe ich dann auch schon aufgetrunken. Mein Tisch sieht aus wie Sau. Ich bin ehrlich übertroffen, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so gut schmeckt. Das hat meine Erwartungen übertroffen tatsächlich. Damit hätte ich nicht gerechnet jetzt wirklich. Ich wollte erstmal den Geschmack jetzt ausprobieren. Der schmeckt super, also ich werde mir davon bestimmt noch ein Kilogramm holen. Das lohnt sich wirklich, also für den Preis. Und man hat was davon, 15 Euro oder so habe ich jetzt dafür bezahlt. Ich beschwere mich überhaupt nicht. Bei meinen Euro probiert habe ich ja immer ein paar Beschwerden gehabt oder so. Aber also hier ist jetzt wirklich wow. Denn damit hätte ich jetzt selber nicht gerechnet, dass mich das so überrascht. Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Empfehlungen habt für mich, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Wenn ich es nicht ist, bescheißegal. Lasst gerne ein Abo da. Wir sind kurz vor den 700 Abonnenten. Ich weiß nicht, wie es in 3 Wochen aussehen wird. Das Video nehme ich jetzt vor 3 Wochen auf, wenn das hier rauskommt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.